Herzlich willkommen bei BFC TV. Eine neue Saison der Regionalliga steht vor der Tür, die Saison 2019-2020. Unser neuer Trainer Christian Benbenek sitzt bei uns und stellt sich unseren Fragen. Christian, die Saisonvorbereitung ist gerade passé. Spiel gegen den Oberligisten Blau-Weiß 90, Endstand 3:1, Torschütze Gabuschewski und zweimal Lewandowski. Wie hast du die Partie heute gesehen? Hat mir am Ende gezeigt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Wir haben das zweite Halbzeit richtig gut gemacht, genau wie schon gegen Magdeburg in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit bin ich nie mit einverstanden. Wir müssen aktiver sein. Wir brauchen mehr Aggressivität von Beginn an im Spiel, um wirklich zu Torchancen zu kommen, den Gegner dann auch wirklich zu dominieren. Aber Blau-Weiß hat auch eine gute Fußballmannschaft und auch sagen, die wollen dieses Jahr in die Regionalliga aufsteigen. Unsere Jungs waren ziemlich platt, aber wie auch immer, das ist alles keine Ausrede dafür. Wenn man die zweite Halbzeit sieht, da wollen wir hin. So, dass es sehr aggressiv ist, dass es nach vorne ist, dass es offensiv ist, dass jeder Fan im Stadion sieht, alles klar. Das ist der neue BFC. Die Jungs geben immer voll, das zweite Halbzeit, erste Halbzeit war mir zu passiv. Zu wenig Leidenschaft auch auf dem Platz. Gegen Berlin-Ligisten Sparta-Lichtenberg hat man ja wirklich das sehr, sehr hohe Tempo gesehen. Auch ich sag mal, die Kommunikation, die man oftmals auf dem Platz vermisst hat, sehr lautstark gehört. Gerade Neuzugänge Polasch sehr, sehr lautstark auf dem Platz in der Kommunikation mit Gabuschewski. Beide so als Dreh- und Angelpunkt in der Defensive im Mittelfeld. Welche Rollen kommen diesen beiden Spielern tatsächlich in der Saison mit dem jungen Kader? So gute. Wenn man jetzt ins Tempo guckt, dann fehlt da noch ein Spieler bei, Philipp Schulz noch mit dazu. Wir haben Andreas Polasch als Neuverpflichtung, er ist wirklich sowas wie ein Aggressive Leader für uns, ja, der wirklich richtig gut abräumen kann, der manchmal auch lautstark coachen kann, das brauchen wir. Und Ronny Gabuschewski brauchen Sie nicht unterhalten, bringt eine Wahnsinnserfahrung mit, eine super Ruhe am Ball, sehr gute Übersicht, genauso wie Philipp Schulz. Wenn das unser Dreh- und Angelpunkt im Tempo wird, diese drei, dann kann das richtig gut werden. Ja, gegen Magdeburg waren ja 1500 Zuschauer da. Es gibt einen neuen Dauerkartenrekord. Die Euphorie ist da, trotz der schlechten Saison. Man hätte es wahrscheinlich nicht für möglich gehalten. Woher kommt diese Euphorie? Also so wie ich bin jetzt noch nicht lange da, aber so wie ich den Verein bislang verstehe, spielt sich alles ganz, ganz schnell herum. So, und es war klar nach der letzten Saison, dass es jetzt einen Umbruch gibt. Der ist auch kommuniziert worden, dass wir halt ein Jahr haben, wo wir uns entwickeln müssen, wo wir eine junge, dynamische, schnelle, gierige Mannschaft irgendwo verpflichten und damit was aufbauen wollen, was offensiv und aggressiv ist, sowas. Und das spricht sich sofort rum. Du hast aber im Training schon die ersten Leute gesehen, die gucken kamen. Dann kamen unglaublich viele Fans zum Magdeburg-Spiel. Und ich glaube, da die zweite Halbzeit ist auch nochmal für viele klar gewesen, das macht Spaß, weil in den letzten Jahren ist das Stadion immer leerer geworden. So, und das lag auch daran, dass keiner diesen Fußball mehr sehen wollte. Und diese Euphorie spürt man gerade im ganzen Verein. Das liegt natürlich dann an uns und wie wir in die Spieler reinkommen, dass es auch so bleibt und dass wir die Fans noch mal ganz neu anzünden, sagen, es bringt einen Bock, zum BFC zu gehen, zwar jede Woche, und dann bringe ich nächste Woche noch einen Kumpel mit, dass es alles wieder wächst. Das wäre schön. Ja, das ist doch schon mal ein guter Ansatz, definitiv. Was dürfen wir für das Babelsberg-Spiel am ersten Spieltag erwarten? Ja, ich hoffe, dass wir dann bis dahin eine Konstanz reinbringen, dass wir nicht nur eine Halbzeit funktionieren, sondern in beiden Halbzeiten funktionieren. Es kann sein, dass wir noch ein bisschen Zeit dafür brauchen. So, ich bin da manchmal sehr ungeduldig und will das dann sehr schnell. Also, wie gesagt, es ist eine sehr junge Mannschaft, die sich erst finden muss. Und wir haben die Vorbereitung auch nicht komplett gehabt. Ja, also das sind immer wieder neue Spieler dazugekommen, die musst du erst wieder integrieren, musst du erst wieder zeigen, wie wir spielen wollen im Training. Es dauert also noch ein bisschen. Was ich versprechen kann, ist, dass wir wirklich mit Herz und Leidenschaft spielen werden, wenn wir gegen Babelsberg aufdribbeln am nächsten Sonntag. Ob schon alles funktioniert, weiß ich nicht. Es wäre toll, wenn wir das hinkriegen, wenn wir wirklich die Leistung, die wir heute zweite Halbzeit gezeigt haben, wenn wir das über 90 Minuten hinkriegen, dann brauchen wir uns vor dem Start nicht bange sein, glaube ich. Ja, dann nehmen wir doch genau diesen Faden auf. Kommt ins Stadion, holt euch eure Dauerkarte. Am Sonntag, 28.07., 13.30 Uhr, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Seid dabei, unterstützt unser Team. Sie hat es wirklich verdient, diese Mannschaft. Bis dahin, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Dankeschön. Dankeschön.